Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Netto-Haul. Den haben wir ja ganz lange nicht gemacht. Ich möchte euch einmal zeigen, was wir bei uns in der größeren Stadt hier auf dem Dorf gekauft haben und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Also Landfein frische Vollmilch, 3,5%. Natürlich wieder ein Sahnejoghurt, einen griechischen von Meandros. Die heißen ja immer anders in den verschiedenen Märkten. Das ist die zweite frische Vollmilch, wahrscheinlich für meine Tochter. Dr. Best Zahnbürsten, mit Sicherheit mein Mann, der da zu Dr. Best gegriffen hat. Ich gehe ja immer in die günstige Abteilung. Erdbeeren, außerdem Kartoffeln. Ich glaube, das sind Speisekartoffeln, festkochend. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo, kann ich lesen. Platz habe ich hier auch nicht, geht es erstmal auf die Erde. Ein Blumenkohl, da habe ich mal wieder richtig Hunger drauf, aber da brauchen wir eigentlich Schmand für und ich glaube nicht, dass sie den gekauft haben. Ich war nämlich nicht mit im Markt, ich habe auf meinen Hund und im Wagen gewartet mit Baby. 10 Eier, Freilandeier, Glück. Nee, gutes Glück, Leute, wenn man die lesen kann, ne? Dann ist schlecht. Tomaten, einen ganzen Beutel. Außerdem Bananen. Und Äpfel. Ich glaube, wir haben hier noch Äpfel. Jedenfalls letztes Mal, als ich hier war. Wir sind ja jetzt hier wieder auf dem Dorf. Und Cremisse Frischkäse Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Eine Kohlrabi. Zum Frühstück immer ganz lecker. Die Gurke hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Da hat mein Mann wohl nicht so ganz aufgepasst. Da ist er sonst immer besser drauf bei frischen Sachen. Dreimal Paprika, Kirschen, mit Sicherheit auch mein Mann. Gibt es schon Kirschen? Ja klar, ne? Muss ja. Eine Packung Kirschen, eine Packung Butter. Landfein ist wahrscheinlich die Eigenmarke von Netto, könnte ich mir mal vorstellen. Außerdem Cremisse Hirtenkäse, ne? Den esse ich auch immer ganz gerne. Und ein Weizenbrot, Zitronen. Aprikosen, Zwiebeln, oh mein Gott, ich glaube, ich habe hier aber auch noch Zwiebeln, deswegen hätte das wahrscheinlich nicht sein genug, aber Zwiebeln seien ja nicht schlecht, kein Problem. Und Monte XXL, mein Mann, ist in letzter Zeit immer so Joghurt und Pudding, also ich weiß auch nicht, hat er früher auch nicht gemacht, was sich die Männer nicht immer alles angewöhnen, wenn die Frauen nicht da sind. Drei Paprika nochmal oder eine Tricolor. Oder Tricola, nee, ein Dreierpack, bleiben wir mal so. Landfeinbutter Nummer 2, Chilsitter und noch ein Joghurt in diesem Viererpack, den wir auch immer bei Emma gekauft haben. Außerdem hat er Pinsel gekauft und zwar diese. Und einmal dieses, ich nenne das immer Flugzeugband. Ich glaube, das hieß früher auch so, das Silberne. Das sind jetzt aber in Orange. Das sind diese Klebebänder, die richtig fies kleben. Also die halten eigentlich alles. Ich benutze die auch immer, ne, um irgendwas hier im Haushalt zusammenzukleben. Und ich glaube, er hat noch Strümpfe und sich eine Hose gekauft. Ich gucke mal eben, ob ich sie finde. Sonst zeige ich sie euch morgen im Vlog. Er hat sich noch diese Hose hier gekauft bei Netto. Das ist so eine, ne, halb Hose, die brauchen wir wahrscheinlich dann, so eine Bermuda-Hose, 99 hat die gekostet. Und Strümpfe, die braucht der Mann immer, 20 mal 3 und 20 plus 3 gratis für 9,99. Mein Lieben, das war's mit dem kurzen Netto-Haul. Wir sind ja hier erst angekommen und deswegen erst nochmal so ein bisschen, damit wir was zu essen haben für heute und morgen. Heute ist ja Samstag, morgen ist Sonntag, da haben alle Geschäfte natürlich zu. Deswegen haben wir erstmal ein bisschen eingekauft und da ich nicht mit war, hoffe ich, dass nichts fehlt. Ah, Küchentücher sehe ich da hinten noch. Moment, die Hose brauchen wir nochmal schnell her. Das sind so richtig fette Dinger aus und das ist so ein Dreierpack. Von der Marke, kann ich nicht lesen, naja, so Jumbo-Dinger, also so richtig dicke Küchentücher. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und bis morgen, bis übermorgen, bis wann ihr auch wieder Lust habt, bei meinem Videos dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.